Wer wird es heute werden? Wir werden es am Ende des Tages erst erfahren. Bis jetzt der DAX ja gar nicht so schlecht, zumindest mal den Tag gestartet, obwohl die Vorgaben aus Asien eigentlich nicht wirklich so toll waren. Zumindest der Nikkei, der war ja, nicht wirklich stark. Und Shanghai beispielsweise hat nach dem Riesenrun, den wir ja vor kurzem da gesehen haben, jetzt dann doch relativ zügig mal wieder einen Abverkauf gesehen. Also insofern gar nicht mal so die besten Voraussetzungen. Aber wen interessiert Asien, wenn wir doch Amerika auf der anderen Seite haben? Die Berichtssaison geht so langsam, aber sicher los. Das heißt, Nachrichten trudeln ein und die Vermutung wird immer häufiger geäußert, na, vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Es ist wohl so, dass 44% Rücksetzer, Rückgang, gewinnerwartungsmäßig zumindest mal beim S&P 500 für diese Berichtssaison erwartet wird. Ob das wirklich so schlecht rauskommt, das werden wir sehen. Es klingt nach einer dramatischen Zahl, ist es theoretisch auch. Aber letztlich kommt es darauf an, wenn es besser wird. Wenn man am Ende sagt, es ist ja nur 42% oder 40%. Mensch, was für eine tolle Nachricht ist das denn? Zumindest mal wäre das nicht ganz untypisch. Tatsächlich also müssen wir die Augen jetzt auf die einzelnen Werte dann mal legen, ob das wirklich zu einer Aufholjagd werden kann. Denn wir haben ja folgende Situation. Eigentlich ist der Nasdaq getrieben worden von den Big Seven, wie man so schön sagt. Also eigentlich die wichtigsten Tech-Aktien, die den Markt nach oben getrieben haben. Der Rest, der hat ja mehr oder weniger nur so vor sich hingedümpelt. Scheinbar gibt es zumindest mal Tendenzen, dass der ein oder andere Run jetzt nach oben vorbei ist bei diesen Tech-Giganten. Wir haben es gesehen, Netflix, ja, man geht davon aus, die neuen Abo-Zahlen, das nimmt jetzt nicht mehr so in dem Maße zu. Wir haben schon gesehen, Google fängt auch schon so ein bisschen an zu kippen. Das trifft vielleicht nicht alle, aber das Potenzial ist dort eher ausgelutscht. Wenn jetzt der ein oder andere Anleger oder Investor jetzt wechselt und sagt, Mensch, wir haben doch eine Aufholjagd noch mit dem Rest der Welt, also mit den ganzen anderen quasi 500 Titel aus dem S&P 500 und das Geld jetzt dort rüberströmt, dann kann dieser Unterschied, nämlich der Riesenrun vom Nasdaq, der ja zu einer Übertreibung geführt hat, gegenüber dem S&P 500 wieder aufgeholt werden und das kann den restlichen Markt ebenfalls nochmal pushen. Das heißt, sowohl den Dow Jones auf der einen Seite, vielleicht auch den Russell, der jetzt nicht so sehr im Fokus vieler Anleger steht, aber 2000 wichtigste Titel in Amerika beispielsweise mit beinhaltet und natürlich der heißgeliebte S&P 500. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind nahe dran an dieser Marke, die sich aus dem Juno-Hoch nach der FED-Entscheidung eben ergeben hat. Und viele achten eben darauf, dass sich das technische Bild eben auch ändert, wenn wir darüber hinausgehen. Noch ein kleiner Hinweis, ich werde das natürlich am Wochenende nochmal wieder in einem umfangreicheren Videobeitrag nochmal ansprechen. Vorsichtig, es sieht beim DAX ja schon so aus, als ob wir dieses Hoch schon gerissen haben. Aber hat er das wirklich? Stichwort Performance und Kursindex, aber das gucken wir uns dann nochmal en Detail dann wie immer am Wochenende an. So, also insofern, es kann noch spannend bleiben. Ich rechne ja eigentlich immer noch mit dem Rücksetzer, das würde ich auf jeden Fall bevorzugen, aber es geht wie so oft nicht um mich und um meine Meinung und nicht immer passiert das, was ich am liebsten hätte und deshalb sollten wir es auf alles gefasst machen. Wer jetzt noch bullish ist, muss noch nicht raus, sollte aber seine Stops weiterhin dran halten am Markt, nicht nachlässig werden und sagen, es kann ja nur nach oben gehen. Das ist nicht so. Also deshalb vorsichtig immer noch mal mit Trailing Stops arbeiten, gegebenenfalls auch mal was absichern, denn wir wissen alle nicht, was passiert. Und wenn es dann tatsächlich passiert, dass man dann ein bisschen was eincashen kann und sagt, ha, so schlecht war das gar nicht. Und dann kann man beim nächsten Run ja dann wieder mit dabei sein. Das werden wir natürlich wieder an vielen, vielen Beiträgen besprechen. Einerseits hier in den Videos, auf der anderen Seite im Trade des Tages. Da muss ich mich auch noch dazu räuspern. Dazu lade ich immer wieder ein, es ist kostenfrei, sich einfach anzumelden. Es geht nicht immer gut. Wir hatten nur als Beispiel zum Beispiel gestern über Google gesprochen. Das ist noch nicht so gelaufen, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Aber die Idee bleibt grundsätzlich erstmal die gleiche und deshalb gibt sich manchmal eben daraus eine zweite oder dritte Chance, dann eben nochmal mitzumachen. Deshalb meine Einladung, nicht nur einfach diesen Trade versuchen abzucashen, sondern auf der anderen Seite die Idee zu verstehen und dann zu sagen, so oder so ähnlich nach eigenem Gusto eben adaptiert, kann man den ein oder anderen Trade tatsächlich dann an der Börse platzieren. So, also in diesem Sinne, meine besten Grüße hier von der Börse Frankfurt im Hintergrund, in der Hoffnung, dass es für alle heute ein wunderbarer Handelstag wird und dann ein tolles Wochenende und nächste Woche sehen wir uns ja schon wieder. Bis dahin alles Gute.